Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Oft lassen wir uns von unseren Problemen so beeindrucken, dass wir wie gelähmt sind. Doch denke, Gottes Kraft ist größer als deine Probleme. Und lass dich von Gottes Kraft beeindrucken und nicht von deinen Problemen. Ja, und da wollen wir dir auch Hoffnung machen mit Gottes Kraft. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen. Heute mit dem Thema: Mit welchem Treibstoff läufst du? Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet@missionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, so vieles, was es gibt, braucht einen Treibstoff. Wir haben Rasenmäher. Ein Rasenmäher läuft normalerweise mit Benzin oder Strom, aber auf keinen Fall mit Spiritus. Eine Öllampe, wenn du eine Öllampe Diesel einfüllst, mag das irgendwo rußen, aber es wird nicht richtig brennen. Oder wenn du eine Mikrowelle mit Schweröl betreiben möchtest, wird es auch nicht das Richtige sein. Und es gibt so viele Treibstoffarten, die nicht zu dem Verbraucher passen. Ich habe einen guten Freund, der hat mal in sein Dieselauto Benzin eingefüllt aus Versehen, dann war der Motor kaputt. Und das Auto gibt's in Dieselform, auch in Benzinform. Aber wenn du einen Dieselmotor drin hast, füllst Benzin rein, wird das der Motor kaputt sein. Und wir haben auch für unser Leben gibt es einen Treibstoff. Ein Treibstoff mit Erfolgsgarantie, das ist wunderbar. Und dieser Treibstoff ist Gott persönlich. Die Fülle kommt in dich hinein. Aber auch wir haben die Wahl, welchen Treibstoff wir verwenden. Suchen wir andere Treibstoffe, vielleicht in der Esoterik, im Okkulten oder in verschiedenen Dingen, wo wir sagen, ja, das machen alle so, das muss funktionieren. Ich sag dir, die Garantie für dein Leben, wie es in der Bibel steht, die verfällt, wenn du einen anderen Treibstoff nimmst. Gott hat uns geschaffen, und er selbst ist der Treibstoff. Es heißt ja auch, wir sind die Reben an seinem Weinstock. Also nur wenn wir am Weinstock selber sind, dann werden wir versorgt für alles, was die Traube braucht, was wir brauchen. Sind wir woanders, bekommen wir einen anderen Saft und es wird was anderes daraus entstehen. Und das ist wunderbar, dass wir da angeschlossen sind. Wir sind geschaffen, dass wir in Übereinstimmung mit Gott funktionieren. Und wenn unsere Seele in Einheit mit Gott funktioniert, dann geht's uns richtig gut. Danke, Herr. Danke, Herr, dass ein jeder, Herr, sich entscheidet für den richtigen Treibstoff für sein Leben und nicht das falsche Tank, die falsche Quelle anzapft und dann bei dir dann wieder Heilung und Lösungen sucht, weil er sein Leben zerstört hat. Ich danke dir dafür, Herr. Lass unsere Seele bei dir tanken, Herr, durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Amen. Und bevor wir hören, was Gott Gutes getan hat, wollen wir beten für Menschen, die uns ihr Gebetsanliegen geschickt haben. Und eine Frau bittet um Gebet für ihre Freundin und ihren Bruder. Sie schreibt: Ich erbitte Gebet für meine krebskranke Freundin und für meinen psychisch kranken Bruder. Jesus, bitte begegne du ihnen. Lass sie nicht alleine. Sie kennen dich nicht. Und Jesus, wir danken dir, dass du ihnen begegnest, so wie diese Frau geschrieben hat. Und ich danke dir, dass du zu ihrem Herzen redest, dass sie dich erkennen. Und ich danke dir, dass du auch in ihr Leben eingreifst, dass da wirklich dieser Krebs auch besiegt ist bei dieser Freundin. Danke, Jesus. Wir wissen, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Und du kannst auch eingreifen in das Leben dieser Freundin und ihr Heilung schenken von diesem Krebs. Und wir danken dir auch für den Bruder Jesus, der psychisch krank ist, dass du Licht hineinbringst in sein Leben, dass du ihn wieder auf die richtige Bahn bringst und du kennst die Ursachen, wo das herkommt. Und wir danken dir, dass du eingreifst, dass da wirklich eine Veränderung geschieht und dass da wirklich Licht kommt und dass Frieden kommt in sein Leben hinein. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und eine Frau braucht Gebet nach einem schweren Sturz. Sie schreibt: Ich bitte um Heilung von schweren Hämatomen und einer Wirbelsäulenverletzung durch einen schweren Sturz. Und Jesus, du kennst auch diese Frau.
die da gefallen ist und ihre Wirbelsäule verletzt hat. Und ich danke dir, dass du eingreifst, dass dein Heilungsstrom jetzt gerade durch ihre Wirbelsäule fließt. Und das, was da nicht in Ordnung ist, dass du es wiederherstellst in deine göttliche Schöpfungsordnung, so wie du es geschaffen hast. Und ich danke dir, dass auch all die Hämatome verschwinden und die Schmerzen, die damit verbunden sind. Danke, Jesus, dass du da wirklich Großes tust und eingreifst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder rufe an. Die Infos sind eingeblendet. Folgendes Gebetsanliegen schreibt uns eine Frau. Ihr Lieben, wir sind in finanziellen Nöten. Wir sind beide krank. Ich kann noch 30% arbeiten, mehr nicht. Mein Mann kümmert sich nicht um seine Rente. Ich bin am Boden. Danke, Herr, dass du auch ein Herr bist, Herr über Finanzen. Und in erster Linie bist du der, wo wir hingehen dürfen, um Weisheit zu bitten, mit Finanzen umzugehen. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt auch diese Situation kennst, Herr. Du siehst die Not, Herr. Du siehst vielleicht auch die Fehler, die gemacht wurden, Herr. Du bist der, der auch vergibt, zu dem wir kommen können. Und ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr, dass du diesen Menschen eine Lösung hast. Zeig es ihnen und ich danke dir dafür, dass du das Wunder tust. Amen. Amen. Und ein Gebetsanliegen für einen Vater kommt aus der Schweiz. Bitte beten Sie für meinen Vater. Er hat Arthrose und enorme Schmerzen. Vielen lieben Dank und Grüße aus der Schweiz. Ja, danke, Herr, dass du der Heiler bist, auch in der Schweiz. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt auch wunderbar diesen Menschen kennst, Herr. Herr, für die Arthrose, Herr, dass die Schmerzen verschwinden. Herr, danke, Herr. Herr, dass das, was eigentlich die Ärzte sagen, da kann man nichts tun, Herr, dass du der bist, der nie unmöglich sagt, sondern Herr, danke, dass wir kommen dürfen mit einem Glauben, dass du es tun kannst. Wir bitten dich, Vater im Himmel, in Jesu Namen, dass die Schmerzen verschwinden. Amen. Amen. Und viele Menschen haben wieder Gottes Eingreifen erlebt und ich habe einige mitgebracht. Und ein Mann berichtet von bester Sehfähigkeit. Ich bat euch im August um Gebetsunterstützung für meine Augen-OP, grauer Star. Alles ist bestens verlaufen. Ich kann wieder sehen wie ein Adler. Vielen Dank an euch und vor allem an unseren Herrn Jesus Christus. Wie schön. Und die Schmerzen sind weg, schreibt jemand. Nach Gebet in der Gebetsnacht. Beim letzten Besuch im Altersheim habe ich meine Mutter gefragt, wie es um ihre Schmerzen bestellt ist. Meine Mutter hat geantwortet, die Schmerzen sind weg. Danke, dass ihr in der Gebetsnacht für meine Mutter gebetet habt. Jesus Christus ist unser Arzt. Ihm sei Preis und Ehre. Und Gott tut Wunder, schreibt diese Frau. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für euer Gebet. Gott hat es bereits erhört. Als ich die Nachrichten, E-Mail und Brief von euch bekam, dass ihr für meine Anliegen um Heilung betet, hörten die Blutungen schlagartig auf. Mir flossen die Tränen, als ich den Brief las. Ich war so tief geistlich und seelisch berührt, als würde Gott persönlich mit mir sprechen. Ich bin dankbar, dass Gott euch gebraucht und ihr seine Werkzeuge seid. Gott tut Wunder und ich bin einfach zutiefst dankbar. Ja, und Gott tut Wunder. Und das dürfen wir immer wieder erleben. Und noch eine Gebetserhörung. Eine schnelle Gebetserhörung nach der Gebetsnacht. Und da schreibt jemand, ich will euch endlich mitteilen, dass ich gleich nach der Gebetsnacht eine neue Wohnung gefunden habe. Die Vermieterin sagte mir diese prompt zu. Somit hat die jahrelange Suche ein Ende. Außerdem sagte Daniel, dass da jemand wäre, dem spontan gekündigt worden sei und er wie vor den Kopf gestoßen wäre. Das war bei mir. Ich bin in einer Putzfirma beschäftigt und sie gaben mir dann schnell etwas Neues. Außerdem empfange ich nach vielen sehr anstrengenden Jahren momentan einen großen Segen. Und wie wunderbar, wenn Gott eingreift und sogar ganz schnell erhört. Ja, wie wunderbar.
Gebet funktioniert. Und wir haben jetzt ein paar Mal von Gebetsnacht gehört. Das ist so wunderbar, wie wenn wir mit vielen, vielen Menschen gemeinsam beten können, hier beten können. Und Gott tut Wunder. Hast auch du etwas erlebt in der Gebetsnacht oder durch das Gebet hier oder durch irgendwie einen Brief? Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Ja, wir hatten es vom Treibstoff. Mit welchem Treibstoff läufst du? Welcher Treibstoff ist dir wichtig? Wo holst du deine Energie? Und ich sage dir, mach dir mal Gedanken. Wir sagen so ganz schnell, ja, ja, mein Gott, Gott ist mein Herr und ja, ich gehöre ihm. Das sind wir ganz schnell dabei. Aber wo holen wir wirklich unsere Energie? Ist es wirklich bei ihm oder haben wir andere Dinge? Mach dir da mal ein paar Gedanken darüber. Und wenn du Gebet brauchst, dann schick uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet und auch heute bis 13 Uhr am Telefon. Ja, wir beten auch gerne am Sonntag persönlich für die, die anwesend sind nach dem Gottesdienst. Und möchten dich auch für nächsten Sonntag einladen. Wir sind zwar auch wieder im Livestream, aber es ist auch mal wieder ein Erlebnis, vor Ort wirklich zu sein. Wir sind momentan noch diesen Monat in der Johanneskapelle. Und komm einfach vorbei oder schau rein. Um 10 Uhr geht's los. Wir wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Bis bald. Ja, der Herr segne dich. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.